want me to go? You can go ahead first. He loves to talk, so he likes to talk. Well, I'll just sort of give you something to think about. Yeah, then. I need something to think about. I was born in England in 1925, and my parents had a newspaper shop. They were tobacconists and newspaper stationery, etc. And at the age of four, I started school, elementary school, of course. And then later on, I had to go and live with my grandmother for a while because the shop was so busy, my parents really didn't have time to have a little brat running around the shop all the time. My life wasn't quite so exciting as his because I was born, of course, when there was no war on. I just went to ordinary school, girls' school, you know, and when I left there, I went to work, and I went to work in a clock factory place where I used to do repair escapements on clocks. I volunteered to be a paratrooper, parachute, and I passed the exams and went for parachute training, and after that, I was sent to India, Egypt, Singapore, Java, Malaya, back over to India, down to Egypt, and ended up finally in Palestine because they had quite a bit of trouble going on there. So I'm going to let him tell you. You want to tell us? No, you always like to tell us. When I was in the London Fire Brigade after the war, I was stationed in West Hampstead, and being a fireman, you all had to take your turn in the control room. Well, it happened to be Christmas night of 1948, and I was selected to do control room work that night when I was on duty. Well, just about midnight, I'm in the control room, and a young lady came up to the window, banged on the window. When I opened it, I said, "You got a problem?" She said, "Yes." She said, "I live two doors down from your station." He said, "There's a burglar alarm ringing," and she said, "I want you to get up there and stop it." I mean, she was mad. Anyway, ever since then, we've been married 66 years now. Vor 4 Jahren habe ich angefangen, so ein bisschen vorzubereiten und mit dem Haus und eben mit Harry und Duff und seinen Freunden zu sprechen. Und seit 3 Jahren arbeiten wir immer so quasi im Winter über ein paar Wochen, tun wir miteinander. Im Vordergrund sind unsere Senioren. Und wir sind dazu da, um, ja, jetzt kann man auch sagen, so scharfe Ecken ein bisschen zu mildern, sie zu bewahren, dass sie sich irgendwo verletzen oder auch, das ist wichtig, also dass sie nicht Erlebnisse haben, die sie frustrieren. Ziel bei diesen Einheiten ist grundsätzlich, dass die Menschen einfach Freude daran haben, mit den Themen, mit dem, was sie tun, dürfen, mit freien Entscheidungen, dass es ihre Selbstständigkeit, ihre Selbstsicherheit eigentlich erhöht. Die freie Lernphase für Senioren ist ein 6-Phasen-Modell. Wir haben an den Beginn gestellt eine Art Einstimmung, also ein Ritual, eine Einstimmung. Heute sage ich eben ein biografischer Einstieg zu einem bestimmten Thema mit einer Aktivierungsübung, die sowohl für Körper und Geist gedacht ist. Und dann kommt dieses Material aussuchen und mit wem und so weiter und die Materialarbeit selber, diese Meditationsphase, die Reflexionsphase und am Schluss, um noch einmal eine Verstärkung von diesem positiven, guten Gefühl zu geben, diese Seelenstärkung. Every ring of each ear is a distant symbol of living strength, like a wrinkle on your face. Right, yes. That's true. Thank you for sharing. We begin, as usual, with our greeting ritual. Do you remember? I'm Christine, and
My ball is going to duff. Look out. I don't do very much in my life now I'm getting older, so it makes me think more about what to do and makes my brain work a little quicker. What's our subject? Trees. Right. Trees. Okay, yes. Maybe you make your choice and take one of the pictures, whatever you want. So I can show you on from this side, maybe here or here. You learn to think because, as Christine explains to you, there's a reason for everything. Even with the trees, you know, she was explaining all that yesterday. And yes, it gives you an idea of learning. You learn rather than impulsively do something. It's a real one, yes? So, left, okay. Yes. Right side, okay. Yes, thank you so much. It was only a little exercise, but right side, left side, we have for our orientation. I think it's important to know that. Sure. Say that one's older. Oh yeah, it's smoother. Also ich sage immer, was will ich erreichen? Die Menschen zu stärken. Sie sollen nach dieser freien Lernphase einfach gut gestimmt weggehen können. Well, I am going to be 96 years old. At this age, your mentality can go downhill. I was born in West Virginia. Everyone thought we were hillbillies. We weren't. In a coal field mine where my father was a merchant, we mingled with all races, creeds, and people. It had a wonderful childhood until around the age of 9, we moved to Baltimore, Maryland. From there, eventually, I was schooled, I was educated. I met my husband late in the 20s. Mutual friends of ours had suggested he call me for a date. And I said to my sister, I tell you what, when he comes to the door, because I didn't like blind dates, you give me these words and say, oh, here's your date, and I'm upstairs. Then I would prepare myself if he looked okay. If it wasn't such a good date, you know, you would say another word, a signal, and I'd prepare myself, oh, well, it's going to be one of those evenings. That's how we met. And now, choosing the work. Please, it's your decision. Do you want to work alone or with a partner? Which material you choose and how long you work it, or you change it because you say, oh, I know that, I take another box, it's okay. And you told me you can't handle this, so I put in the closest pins. Thank you. I think now it must work, okay? I had my own business. When you filled out an application when you get out of high school, or even if you worked when you were in high school, they asked you your religion, you asked, there was discrimination. That is one reason I went into the employment business. We did away with the application forms that would show discrimination. We're all equal in trying to seek a peaceful, wonderful life. And that's another reason I like Carefree is of interest to me too, is because we're a very diverse population here. Okay, the way I look at life, life is a road from beginning to end. How we navigate that road is important. It's full of detours and full of promise.
weil sie auch lernen, besser miteinander umzugehen. Und darum denke ich, der soziale Aspekt bei diesem Arbeiten nach Montessori-Prinzipien, der ist ganz ein wichtiger. Einander begegnen auf Augenhöhe. Und es hat nichts damit zu tun, wie alt jemand ist, aus welchem Milieu er kommt, ob jemand sehr gebildet ist, was auch immer. Also jeder hat in der Gruppe seinen Platz. And I've made so many friends here. We met more people, didn't we, because of bringing them into this. Yes, Montessori has led us to meeting new people. I was so happy to come because I was lonely after my husband died. And no matter how many friends you have, you come home and you sit alone in your home. By coming here, we have activities planned here for us, and parties and outings. We go out on the bus. My father was from England and my mother was from Germany. I felt a little bit as an outsider here, even though I was born here. My mother then said when I was 5 that we would no longer speak German at home, we would speak English. My father used to say they don't speak English here, they speak American. So we had to learn the American English, and my mother as well. Then I would learn things in school and I'd come back and tell my parents, well, we can't use these words because only in England do they use these words. They don't use them here. And I noticed that we're at different levels. Like if you have a partner and they might not know right away, or I might not know right away where the right answer should go. So you can sort of compare yourself with some other people to see where you have to improve. Or I really like the animal game, that one. Very much. And also this Four Seasons, because I always liked all the seasons. I like especially because Christina is so, her smile is so pretty, and she is very organized, so she has the board there. We can look up at the board and see what comes next. And your self-control, we have here this red point in the right corner. Can you see that? Where in the world do you get all these things? I've never ever seen these things. Really? Don't tell me. It would be an X, a V, and 2. Right. And then you want to make your control, you only have to look at this. Okay, side. That's good. Und ich habe immer gesagt, es ist nicht eine Frage des Alters, sondern Würde ist, Dignity ist ein Leben lang was Wichtiges. The tree of my life. From the roots to the tree top. Did my parents give me strong roots? Are my roots shallow or deep? Deep. Who or what experiences helped me to a straight trunk? I mean, I like doing the math ones because it brings back when I was at school where we had to learn our tables, every morning we'd recite them. And all of that came back to me to do that. And then also the puzzles. I think that really makes you think. And then there are some that I think just can't manage it, and so they give up. And that's not a thing they should do. They should keep with it. Christine did one for me special because I had done the two, and then she did another one so that I could do that, you know, to keep me going. I was born September 26, 1934, in Bognor Regis, in Sussex, on the south coast of England. Then I had a grandmother, an aunt, that had emigrated here in 1947 after the war, and they said that if I saved up and paid my fare, they would keep me for 6 months. Worked for a law firm, for 27 years. My brother got them for me when I was, you know, and I'd go back to England and he'd
have them for me. Prince William's 21st birthday, and Diana, Andrew and Fergie. When I retired in February of 2007, that year, my financial advisor said to me, and he said, well, your best bet would be to sell the condo, and if you're not a gambler and can stand cold winters, hot summers, move to Las Vegas to be closer to your son. All the lights come on down there, it's real nice. For senior citizens, it's $4. So if there's a movie I want to see, I go, and then I take $10, and that's my gambling money. Sometimes I'm there 15 minutes, sometimes I'm there an hour. Die erste Stufe der Entwicklung hat eigentlich schon im Diplomlehrgang Geragogik stattgefunden, weil ich die Beatrix Dangl-Watko gefragt habe, ob sie mit mir mittun möchte. Der erste Schritt war, einige Materialien nach Montessori-Prinzipien herzustellen. Der nächste Schritt war dann im Masterstudium, das zu unterfüttern, und unsere empirische Arbeit hat stattgefunden, damals in einem geriatrischen Tageszentrum. Der Titel unserer Masterarbeit, selbstgesteuertes Lernen in der Montessori-Geragogik. Wir haben uns mit den Alterstheorien beschäftigt, nicht mit Defizitmodellen, sondern das SOG-Modell, das passt ganz genau bei uns hinein. Ja? Also selektieren, optimieren und also die Kompensation. Oder eben vom Herriger dieses Empowerment. Oder dieses medizinische Präventionskonzept vom Aaron Antonowski. Ja? Also das passt ganz genau hinein. Wie stark ist unser Kohärenzgefühl? Und es geht immer wieder darum, älteren Menschen bewusst zu machen, du hast da drinnen was. Werde dir dessen bewusst, was du für einen Erfahrungsschatz hast, was du am Potenzial hast. Und wir versuchen dir zu helfen, dass du das selber, dass es dir bewusst wird, dass du es anwendest, dass du es aber nicht nur in unseren freien Lernphasen anwendest, sondern übertragst auf deinen Alltag. Was kann das bedeuten? Also dieses selbstständig agieren. Nicht jetzt immer drauf warten, da kommt jetzt jemand und hebt mir meinen Stock auf. Verflixt noch einmal, den erwischt ja noch, dann bück dich und hebt den Stock auf. Mein Ziel ist, euch darin zu bestärken und darauf zu besinnen, dass ihr alle in eurem Leben schon sehr viel gelernt habt. In dem Moment, wo man aber versucht, sich wieder zu erinnern, sich das herholt aus seinem Erfahrungsschatz, und den habt ihr, ja? Und dann kommt man drauf, ah, das kann ich noch. Es ist wurscht, wie lange ihr dafür braucht. Ich tue auch sehr gerne Kreuzworträtseln. Und das Suchen ist für mich schön. Was mir gefällt an der ganzen Sache, ist das gemeinsame Zusammensitzen, das gemeinsame Nachdenken über was bedeuten die Bilder, was bedeutet das. Jeder hat eine andere Meinung, und das Spielen auch ist sehr schön. Und es geht so viel Ruhe von dem Ganzen aus, und das gefällt mir sehr gut. Das unterstützt die Zusammenarbeit. Zu meinem Spaß habe ich immer gerne gesungen. Und dann war einmal Vorsingen für den Staatsopernchor, und 75 Damen haben vorgesungen für 5 Posten. Ich habe zum ersten Mal vorgesungen, die anderen haben alle vorher schon vorgesungen. Und man hat mich genommen und engagiert. Es war ein Traumberuf. Außer dass ich jetzt ein bisschen behindert bin mit dem Fuß, bin ich eine, die sehr viel macht, auch für die Kinder, für meine Enkelkinder. Oder ich helfe in der Pfarre, Geburtstagsbriefe austragen und so. Dadurch komme ich mit alten Leuten zusammen, die sich sehr freuen, wenn man sich eine Stunde Zeit nimmt, um mit ihnen zu reden, weil sie vielleicht nicht mehr aus dem Haus gehen können und so. Wissen Sie, also mir ist nicht langweilig.
Diese Selbstkontrolle, das ist ja ganz toll, dass man unter keinem Druck ist und unter keinem Zwang. Ich habe zunächst Schneiderei gelernt, dann war ich Kindergärtnerin. Ja, dann war ich verheiratet, habe Kinder gekriegt, bin Heimhelferin geworden. Jetzt bin ich in Pension, schon ja, 10 Jahre. Und was mich sofort begeistert hat, waren die Materialien. Mein nahe Verhältnis zu Montessori ist dergestalt, dass ich auch Kindergärtnerin geworden bin einmal. Und sogar ist mir gestern eingefallen, meine Prüfungsfrage über die Maria Montessori war. Ja. Und da mussten wir auch Spiele erzeugen, ja, aus Blättchen, aus Spanplatten irgendwas malen und lackieren und so weiter. Und das hat mich total angesprochen sofort, diese schönen Dinge, das zum Angreifen. Das war so, so schön und angenehm und wirklich also total professionell. Was habe ich genommen? Na, ich habe eben das zum Gestalten heute, diese Flächen, die man da zu Tieren legt. Das hat einen Fachausdruck, ich weiß es jetzt nicht, wie es heißt. Das habe ich mit einer zweiten Kollegin gemacht. Voriges Mal war ich ein bisschen behindert mit der Hand. Da habe ich diese kleinen Würfelchen genommen, die so ein Kubikzentimeter man nehmen muss. Und ich habe gerade eine Handschiene runtergekriegt und wollte jetzt nur mit der linken Hand das. Und da habe ich gemerkt, wie gut man da lernen kann mit diesem Material, wie gut man das üben kann. Also wenn jetzt jemand mit der rechten Hand arbeitet, dann probiert er, das Bild zu finden und zieht an diesem Gummi. Das heißt, die Bewegung ist eine Zugbewegung, brauche ich ein bisschen Kraft. Also in dem Fall arbeite ich mit der linken Hand, möglicherweise hier. Die Unterseiten sind zum Beispiel so samtig, das ist angenehm anzugreifen und alles es hat keine Kanten. Haptisch ist es völlig anders. Wenn ich hier drauf greife, da habe ich glatt, in dem Fall ist es samtig, dort waren die Wellen. Also es ist immer eine andere Stimulation. Mit 18 habe ich geheiratet. 3 Monate habe ich meinen Mann kennengelernt. Drei Monate. 6 Wochen habe ich durchgehalten und dann war ich schwanger. Und das war die große Liebe. Die macht das mit Leib und Seele, wie die das vortragt und so wach. Na, heute war ich ein bisschen mathematisch, aber sonst nehme ich heute den Herbst zum Beispiel, Herbst, Sommer, Winter. Das ist der Herbst. Mhm. Und dann tust du dich leichter, weißt du? Also ein Wein ist im Herbst. Wann trinkst du vielleicht einen Sekt? Ja, es ist der Silvester, trinke ich einen Sekt. Das kennt man sagen. Zuerst muss ich mal überlegen, was bedeutet die Gluppen, was bedeutet der Stöpsel, es gibt ja verschiedene, der Stöpsel, die Klammer. Und ja, da muss man sich halt ein bisschen anstrengen. Ich war Prokuristin im Transportgewerbe. Man hat mich gekündigt. Und dann war ich halt ein Jahr arbeitslos, ein Jahr Notstand. Ja, und dann bin ich in Pension gegangen, die Alterspension. Und da war ich 55. Nachdem mein Mann mit 49 pensioniert wurde, weil er krank war, habe ich eigentlich mich gefreut, dass ich daheim bin. Es ist sehr natürliches Material, mit dem man sich sofort anfreunden kann. Die Formen sind gefällig, es ist leicht zum Händeln. Ich habe mir gedacht, irgendwas muss ich machen, wo meine Zellen ein bisschen gefordert werden. Ich habe als Kind, wenn ich gelesen habe, und das war gar nicht Absicht, wenn es geheißen hat, Mausi, kommst du Geschirr trocknen? Na, wollen habe ich es natürlich nicht, ja, aber wenn ein spannendes Buch war, ich habe es nicht gehört. Ja, meine Tochter auch. Und diese Konzentration, wo man so auch ganz alles rundherum vergisst, nennt Montessori Polarisation der Aufmerksamkeit. Also dieses Fokussieren wirklich auf, in dem Fall, ein Lernmaterial und dann ist man total vertieft.
Es ist so beruhigend, dass das schalte ich ab. Und das mache ich jetzt auch zu Hause. Ich habe mich sehr wohl gefühlt, habe bei der ersten Übung, die die Christine uns gezeigt hat, sofort für mich beschlossen, das kann ich nicht. Da falle ich wieder hin, die mit dem Band auf den Bändern gehen. Und wie das alles vorbei war, dann habe ich gesagt, also gut, ich probiere es doch. Für mich ein enormes Erfolgserlebnis, ja. Und das Gehen auch. Da habe ich den Teppich und da gehe ich am Rand, gehe. Und sonst kann ich das, aber da bin ich noch ein bisschen verkehrt. Ich bin seit 1961 nicht mehr berufstätig. Nach dem zweiten Kind war es damals so, dass der Mann noch sozusagen fähig war, eine Familie alleine zu erhalten. Angefangen habe ich, dass ich beim Pfarrcafé mithelfen durfte. Bin dann sehr schnell in die Reihe der Geburtstagsbesucher aufgestiegen. Bin nach ganz kurzer Zeit zur Verantwortlichen für das Ganze geworden. Habe hier in der Pfarre am Computer zu lernen begonnen. Dann habe ich eines Tages zu meinen Kindern gesagt, das geht so nicht. Man kann nicht Klavier spielen lernen und zu Hause kein Klavier haben. Und dann habe ich schon einen selbst erstanden und habe jetzt also alles, was dazugehört, von Drucker über Scanner, also ja. Durch die Nase einatmen. Durch den leicht geöffneten Mund ausatmen und wer möchte, der schließt dann auch die Augen, einfach auch innerlich zur Ruhe kommen. Gelesen habe ich mit Leidenschaft als Kind, ja. Das war auch so eine Sache, nicht, wo man, wie die Christine gemeint hat, da vergisst man alles rundherum. Ja, das würde ich jetzt auch ganz gerne, aber ich komme so wenig dazu. Da bin ich damals eben in einen Kurs gegangen. Das war damals, ja, das war ein Alpenvereins-Kletterkurs. Und das war damals sehr lustig und es hat mir viel Spaß gemacht. Ich bin 76. Ich war also mit den Kindern, wie es damals noch üblich war, heute ist es ja nicht mehr üblich, bin ich also zu Hause geblieben, also nach dem zweiten. Bin halt da in der Pfarre und ab 75 bekommen die Leute einen Geburtstagsbrief überreicht, wenn es möglich ist, und dadurch dabei mit. Ich habe auch Enkelkinder, nicht? Also da bin ich auch engagiert. Also auch halt beschäftigt bleiben, fit zu bleiben, das ist also momentan mein, nicht ein Problem, aber etwas, was man nicht aus dem Auge verlieren soll. Ich war im Büro, ich war aber immer zeitlich auch im Büro. Da habe ich am ruhigsten arbeiten können, was so dann durchs Telefonieren nicht mehr so möglich war. Und ich habe gesagt, es ist mir eigentlich nicht langweilig zu Hause, also immer nur mit dem Hund gehen und so weiter. Ja, das ist eine ausgesprochen nette Runde, ja, interessante, ja, also absolut. Hilf mir, dass ich es so lange wie möglich selber tun kann. Hilf mir, dass ich es wieder tun kann. Hilf mir, dass ich es neu kann. Und dann aber auch, hilf mir, mich selbst sein zu lassen. Wenn ich so etwas wirklich mit einer Gruppe kontinuierlich weiterführe, dann kann ich ganz positive Entwicklungen und Ergebnisse beobachten. Lebenswasser, also es ist hat schon mit dem Teich zu tun, aber Wasser des Lebens ist was anderes auch. Also es ist nicht nur der Teich, sondern es sind so diese Sehnsüchte, was Menschen haben. Also was sie, so wie ich auch gemerkt habe, ich möchte noch etwas tun, was mir Freude macht und was ich auch mit anderen teilen kann. Also wir haben da so ein Grundmaterial gekriegt und ich habe es einfach erweitert. Weil ich sehr aktive Senioren habe, also das war zu einfach für die. Zwei Drittel habe ich jetzt schon dazu gemacht, darum habe ich so viele.
Also weil es mir einfach Spaß macht. Also das ist so meine Winterarbeit. Ich war Verkäuferin und dann Bäuerin und ja, und habe 5 Kinder gehabt und ja, und habe das geliebt, auch diese Arbeit da. Mein Mann ist um 15 Jahre älter. Ich bin sozusagen mit in Pension gegangen worden, dadurch, dass wir unseren Betrieb dann aufgehört haben. Kinder haben das übernommen und mir war einfach nicht noch Pension. Es war schon immer so dieses, mein eigenes zu haben oder mein eigenes zu machen. Aber wer braucht, bis ich gemerkt habe, was meines ist? In diesem Haus mache ich eigentlich schon 30 Jahre Meditation, also einmal im Monat. Und da ist es auch der Gedanke entstanden, machen wir mehr. Der Lernbegleiter, so heißen unsere ausgebildeten Personen, Lernbegleiter für Senioren nach Montessori-Prinzipien. Und diese Personen schlüpfen nicht in eine Rolle, sondern sie müssen eine Haltung lernen. Und das ist ein Riesenunterschied. In dem Fall sind sie nicht die, die entertainen und die Aktiven sind, sondern sie sind die, die begleiten, die unterstützen, die etwas ermöglichen. Ich mache ganz gern so ein Semesterthema. Und es geht um die Sinne, also mit allen Sinnen. Und vorige Woche haben wir da begonnen, war das Sehen. Heute ist das Hören. Den Montessori-Gedanken, den habe ich ja nicht gekannt. Ich komme ja von der Erwachsenenbildung. Also ich weiß schon, wie man mit Menschen tut und wie man was gestaltet. Es sind Leute von hier. Also vom Ort, da gibt es einen Einstieg, eine Aktivierungsphase, also wo wir mit unserem Körper, mit unserem Geist also aktivieren. Dann gibt es eine Zeit der freien Wahl, also man kann da hinten sind diese Arbeiten, man kann da etwas wählen, setzt sich hin und versucht es zu machen. Da gibt es meistens hinten die Lösung, das ist nicht so wie in der Schule, dass wer sagt, was richtig und falsch ist. Und dann gibt es eine stille Phase, wo man sie wieder ausrasten kann. Und dann ist eine Reflexion, wo man redet drüber, wie es einem gegangen ist. Und dann gibt es eine Seelenstärkung. Und zum Schluss sitzt man beieinander nur beim Kaffee und Kuchen. Das ist so im Großen und Ganzen das Programm. Ich glaube, das ist 3 Jahre. Sowas ungefähr. 3 oder 4 Jahre sind sowas. Wir schon dabei. Mhm. Eigentlich von Anfang an, eigentlich, wir sind durch die Rosmarie sehr gut bekannt. Und eigentlich vom ersten Tag an war das immer da. Super. Mhm. Und es sind immer fast immer die gleichen Leute da. Nicht? Ich habe Damenkleidermacherin gelernt. Und dann war ich bei der Post. Ich war Amtsleiterin auf der Gemeinde, 28 Jahre lang. Eigentlich, ich habe gesagt, diese Zusammengehörigkeit, wenn wir da alle Wochen so kommen, das ist immer, weiß ich nicht, für mich irgendwie Abwechslung in den Ganzen und man fühlt sich wohl. Das ist so eine richtige Gemeinschaft. Aha, die Jahreszeiten. Die Jahreszeiten, oder? Aber es ist schon interessant, oder? Man gibt wo es liegt, da gab es das Bastardlied dabei, da hat es aber gar nicht gepasst. Und wie gesagt, und du musst ein bisschen mit dem Kopf wieder arbeiten. Ja. Das erste Mal, gell? Ja. War schön. Ist das schön? Ja. Das ist zusammen, so. Ja. Der Runde, das ist schön. Ja, eben die Zusammenkunft und nachher, es ist halt was anderes immer und doch ein bisschen auch so denken, nicht? So man, weil du viel Rätsel auflesen und so, tue ich das alle Tage zum Frühstück, ist das meine Arbeit. Aber dann die ganzen Jahre, dann habe ich unterbrochen. Ich habe nämlich so viele andere Sachen. Und ich sage halt immer ja dazu, dann drum bin ich fast nie zu Hause. Also, ich bin in der Pension. Ich bin in der Pension. Nein, mit 60, 62 war ich, bin in die Pension gegangen. Ich war Hausfrau, aber ich habe auch so Funktionen gehabt, so als Bezirksbäuerin, Ortsbäuerin, Kammerrätin. Gefahrt war es mir nie. Ich habe mir immer was zu tun gewusst.
überlegen, wir sagen unserer Nachbarin ein liebes Wort ins Ohr. Selig, wer sich nicht in das Gewühl zu mischen braucht und in der Stille auf die Gesänge seines Geistes horchen darf. Und wer möchte, wir sehen, können uns nächsten Donnerstag wieder sehen. Dann geht es ums Riechen und ums Schmecken. Danke und es gibt jetzt noch einen Kaffee und einen Kuchen. Es hat mir alles sehr gut gefallen. Das verlangt noch mehr, dass man mehr tut. Absolut. Also daheim bin ich alleinig und da bin ich da unter Leute und das taugt mir. I find it a very refined, a very delightful program. Physically, even just tossing the stuff and catching whatever, or sitting back and relaxing. I find that all these movements help me to live as long as I have by myself.